So, wieder hallo, es kommt zurück zu einer neuen Ausgabe von Comic Games Simulator 2020. Yay, das wird irgendwann zum Double-Time-Rap. Ich sag euch das hier. Junge, das bitte ich die Line, das ist Wahnsinn. Wir sind wieder zurück bei einer weiteren Folge von Lukas übersieht einen Teil, die Community sieht es und kriegt dadurch maximale Kopfschmerzen. Ja, willkommen zurück. Wir haben ja bei diesem wunderbaren Fahrzeug das Problem nicht gefunden, obwohl ich das Wort wir hier aussetzen möchte gegen ich habe das Teil nicht gefunden. Aber ihr kennt es sicher auch, wenn ihr spielt, dass ihr plötzlich so spielblind wird. Also, dass ihr einfach so, einfach konsequent, obwohl das Teil euch wirklich direkt vom Face rumfuchtelt, einfach überseht. Dass ihr einfach sagt, ja, da ist nix. Weil, wenn ich jetzt mal hier ein bisschen reingehe, dieses wunderbare KFZ, jetzt muss ich mal gerade kurz selber gucken, wo das Scheißding sitzt. Da. Das ist ein Kraftstofffilter. Der wurde nicht geprüft. Ich habe das Scheißding halt einfach nicht gesehen, weil sich wie so ein Chamäleon den Kackmotorblock angeschmiegt hat. Wenn ich den jetzt ausbaue. Oh, der ist kaputt. Schön, schön, schön. Den kaufen wir vielleicht mal neu. Ja, der war es gewesen. Und wie ich es erwartet habe, ich habe es euch ja schon prophezeit, die Kommentare waren voll damit von Lukas, wie kann man so blind sein? Lukas, der Kraftstofffilter. Lukas, wenn du den noch länger anguckst, rostet der bald von alleine weg. Und höchstens, ich habe ihn damit recht gehabt. Und wir haben inzwischen alle Teile gefunden. Und ja, das war vielleicht, also ich möchte betonen, dass die Folge vielleicht für euch so ein bisschen mental anstrengend war. Ich versuche das mit dieser Folge wieder auszugleichen und komme aber natürlich für alle Therapiekosten nicht auf. Die kann ich mir nicht leisten, Leute. Seht's ein. Also ich bin nicht in der Preisliga, euch eine Therapie zu leisten. Da müsst ihr mit euren Eltern reden, die übernehmen das sicher gerne. Seht's positiv, wir haben XP gesammelt. Für eine Menge Nerven. Ich weiß nicht, ob der Tausch so richtig fair war, muss man jetzt einfach mal sagen, aber ihr wisst, wie ich meine, ne? Ihr wisst, wie ich es meine. War doch trotzdem, war doch trotzdem eine schöne Folge. Ihr habt doch trotzdem Spaß, oder? Also es gibt auch Leute, die mit Schmerzen Spaß haben. Also, in dem Fall wäre das ja dann wieder okay, ne? Meine nicht, ne? Nee, okay. Schade. Naja, man muss sagen, wir haben den ganzen Wagen trotzdem auseinander gehabt. Können ihm auch wieder feststellen, der ganze Wagen ist ein absolutes Wrack und Totalschaden und eigentlich auch scheiße. Aber naja, also wir bauen jetzt gerade mal wieder alles zusammen, dann kommt er weg, wir reden nie wieder drüber, vergessen das einfach. Das ist einfach so ein Gesprächsthema, da lachen wir in ein paar Jahren herzlich drüber. Also ich, also um es drüber zu lachen, wir aus psychischen Schmerzen. Aber ich habe das Scheißding halt wirklich nicht gesehen. Also kein Scheiß, ich habe es jetzt gerade fast schon wieder besuchen müssen. Weil das Ding halt von der Rostfarbe so rostig war, dass es halt wirklich den Motorblock. Das hat sich angeschmiegt. Ich sage, wie ein Chamäleon. Das Ding saß da ganz sneaky und ich habe es nicht gesehen. Das war nicht meine Schuld. Also schon. Ich bin der Mechaniker. Ich hätte das... Lassen wir das Thema. Fangen wir das jetzt nicht wieder an. So. Und ich hätte auch Benzindruck machen können. Den Test habe ich nämlich gar nicht gemacht, weil wir haben ja dieses schöne Testwerkzeug bekommen. Das ich jetzt gerade gar nicht sehe. Warum auch immer. Warte mal. Aber wir haben mal dieses Testwerkzeug bekommen. Ich habe es gar nicht genutzt. Hier. Ja, das habe ich nicht getestet. Aber na gut, naja, hätte ich das getestet, hätte er mir das sicher mit dem Kraftstofffilter gesagt. Das ist vielleicht ein Punkt, aber darüber reden. Wie gesagt, das ignorieren wir jetzt. Es ist nichts passiert, Leute. Uns geht's allen besten. Und freuen uns auf weitere Dutzende Folgen von Doras Reisen mit Lukas. Ey, die Tante war auch früher so. Seht ihr das Meer? Ich sehe es nicht. Hinter ihm komplett blaues Meer. Ich kann es einfach nicht sehen. Vielleicht ist das Video auch einfach für eine andere Zielgruppe, Leute. Vielleicht seid ihr einfach zu alt für den Content mittlerweile. Und vielleicht spreche ich einfach Dreijährige an, die dann mitsuchen sollen. Obwohl die Hüter auch schreiben würden, Lukas, der Benzinfilter. Was der Kraftstofffilter. Was sehr krass wäre, wenn euer Kind schon mit 3 Jahren Kraftstofffilter schreien kann. Aber dann läuft auf jeden Fall die Erziehung richtig. Da kann man euch dann nichts vorwerfen. Die Erziehung würde auf jeden Fall in die richtigen Bahnen laufen. Das ist auf jeden Fall, also das ist eine sichere Nummer dann. Ich sag es euch, Leute. Ich sag es, wie es ist. Wenn ihr so euer Kind trainiert, trainiert vor allem. Es kann Erziehung oder Training, hier ab geht's, yalla. Mal ein bisschen hier, aber ein bisschen Ausdauer trainieren, das Kind mit 3. Da kann auch mal Marathon laufen, finde ich. Also, viel zu verweilig die Jugend von heute. So. Ich glaube, wir kriegen auf jeden Fall Level up. Also, das ist doch schön. Ich will die ganze Scheiße versuchen, hier noch so schön zu reden. Ne? Ich bin immer noch dabei zu sagen, das war doch toll. Das hat uns verbindet, Leute. Ne? Ein bisschen Interaktion in die Kommentare gebracht. Alles für den Algorithmus. Ihr wisst Bescheid. Wunderbar. So muss das laufen. So, Kühlmittel muss ich jetzt noch auffüllen. Das müssen wir noch machen. Und dann.
versuche ich den Wagen gleich einfach mal abzugeben. Welche Teile die fehlen, wird mir das Spiel dann gleich kurz noch sagen. Also dementsprechend ist mir egal. Ich schaue jetzt nicht alles nach. So. Gucken wir einfach mal. Kann ich den Wagen abgeben? Irgendwas fehlt noch. Selbstständigkeit fehlt noch. Ja, wunderbar. Das können wir doch, das machen wir hier gerade schnell, das ist gar kein Thema. Hier kurz ein bisschen die Bremsflüssigkeit, die Suppe da reingekippt. Lecker, lecker, schön. So, komm. Winkel mal an, dann weiß ich, ist voll. Dankeschön. So, jetzt aber, ne? Kann der Bums weg? Der Bums kann weg. Oh! Gab 1900. Wow. Und gerade zum Level Up. Ach du Scheiße, das war ja gar nicht so sicher. Aber wir haben wieder Punkte. Wir haben 6 Punkte. Oh, die schnellen Hände sind voll. Wir schrauben jetzt mit 75% Schraubgeschwindigkeit 32%. Ab geht's, gib ihm richtig. So, wir haben schon die Kiste bekommen. Erstmal verkaufe ich alle. Ja, genau. So, Kiste öffnen. Was nehmen wir denn? Wir nehmen mal die mittlere Karte. Ja, Scheuenkarte. Und die rechte. Und XP-Bonus. Ja, nice. Okay. Ich kann irgendwann mein ganzes Imperium besteht aus Scheuen. Ich sag's euch. So, nächster Auftrag. Ein Opel Corsa Royal Town. Guten Morgen. Wir brauchen einen Expertenmeinung. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich habe für nächste Woche einen Familienurlaub geplant. Ich habe das Auto gestern gestartet und versucht, das Licht einzuschalten. Aber da kam nichts. Ich dachte, dass vielleicht die Lichter durchgebrannt sind. Aber es stellt sich heraus, dass es nicht daran lag. Da reagiert mein Auto überhaupt nicht mehr auf die Schlüssel. Ich weiß nicht, was passiert ist. Bitte finde mal heraus, wo das Problem liegt. Ich weiß nicht, warum wir schon mal du angekommen sind. Na gut. Es wäre gut, wenn das Auto fit für eine längere Reise gehalten und viel zuverlässiger wäre. Es wurde ja auch als zuverlässig vermarktet. Ja. Hat ja gut geklappt. Ich bin mir versichert, dass all diese Kontrollleuchten richtig aufleuchteten. Sie sollen doch leuchten. Ja, von den Sorten. Die Leuchte hat geleuchtet. Ich bin ja nochmal ein paar hundert Kilometer gefahren. Ich meine, das soll ja nur heißen, es ist alles in Ordnung. Bruder, Bruder, Bruder. Ui, ich wollte schon sagen, Mittelrohrauspuff, aber da sitzt einfach nur sehr weit mittig. Schön. Alle leuchten am Leuchten. Ah, ist das schön. Was hast du denn? Karim, Riemenspann. Ah, ja. Cool, cool, cool. Lass mal auf den Prüfstand mit dir. Komm. Geht eh nicht. Komm, Motor geht nicht an. Ich kenn mich doch. Aber klar. Oh, dann war eine sichere Nummer. Egal, inspizieren tun wir den trotzdem. Er sagt zwar, Motor ist kaputt, aber die Arbeitskosten für, ich gucke mir ihr Fahrwerk trotzdem an, gehen trotzdem auf seine Kappe. Das nehme ich mit. Ich bin da ehrlich. Die Kohle nehmen wir den Leuten ab. Vor allem, wenn er auf die Reise muss. Es ist ein Notfall. Da rieche ich das Geld. Da kommt der Mr. Krabs mir heraus. So, lala. Na gut, der Motor ist eigentlich echt in einem guten Zustand. Also bis auf ein, zwei Teile. Wahnsinn. So, dann schauen wir nochmal weiter. Aufhängen hier vorne können wir nochmal checken. Ich schätze, es werden eh nur technische Probleme sein. Ich schätze, Sicherung durchgeknallt und. Ja, also das wird halt alles hier. Hier wird so richtig die Elektronik am Rumspinnen sein. Aber wie gesagt, wir nehmen das Geld an und die XP-Punkte. Wir nehmen die XP-Punkte an, ich sag es euch. Wir hatten selten ein Auto, wo so viel Grün aufgeleuchtet ist. Es irritiert mich auch zusammen. Keine Sorge, Leute. Wir sind alle gemeinsam irritiert. Ein Auto mit grünen Teilen, den Camel Canning Simulator, das fühlt sich einfach falsch an. Der Wagen muss einfach straight so aussehen, als wenn ich ihn berühren würde, dann kann ich das Kehrblech holen. Also so mögen wir unser Auto. Das hier, das ist ja widerlich, Leute. Also da kommt mir schon ein bisschen hoch, ne? Da muss ich ein bisschen würgen. Dieser Zustand ist ja also abartig. Also ein gepflegtes Fahrwerk. Also wirklich, so wie den Evo werden wir nochmal hier haben. Also er hat ja schon gesagt, der wird uns noch ein, zweimal berühren. Obwohl es eigentlich für seine Produktion. Ja, ich bin mal gespannt, ob wir den nochmal hier stehen haben. Na gut, so. Oh. Ich sehe, dass der Zylinderkopf tot ist. Ich habe da ein ganz doofes Gefühl. Oh Gott. Das wird gleich viel auseinanderbauen. Naja. Oh, Lichtmaschine defekt. Wunderbar. Eine Sicherung, zwei Sicherungen tot, ein Relais tot, drei Relais tot, zwei Relais tot, mal zwei oder drei, ich habe Relais tot, sind zwei Relais tot, okay, gut, dann machen wir mal weiter hier, da gibt es einfach noch schön, der Motor, warte mal, was, der Motor ist nicht komplett, willst du mich gerade verarschen? Was hast du denn ausgebaut, Kollege, bist du denn behindert oder was? Hör doch auf, den Motor auseinanderzunehmen, bevor ich dran bin. Oh, Motor ist nicht komplett. Ich habe dann schon mal was ausgebaut. Vielleicht geben sie mir die Teile auch nächstes Mal dazu. Was? Zündkerzen sind auf jeden Fall in einem richtig guten Zustand. Richtig gut. Alter, Kairin, bitteschön, ne? Na gut, Ölwechsel sollen wir auch machen. Ja, dann bauen wir doch erstmal alles hier wunderbar aus.
Ich glaube auch, dass sie oben alles platt ist, aber komm, ich schub sie mal kurz in die Werkstatt wieder rüber. Das ist ja keine Arbeit, da muss hier sehr gutes Licht und nicht alles verrostet. Ich mag meine rostige Bühne. So, das muss ja auch arbeitstechnisch einen richtigen Vibe hier geben. So, machen wir den Tierdecke mal runter. Alter, bitte was, wo sitzen bei dir denn die Kick? Ach du Scheiße. Ja, interessanter Motor hier auf jeden Fall, ich sage es euch. Ja, schöner Dreizylinder sehe ich jetzt gerade. Er ist auch krass. Ja, okay, das gab es auf jeden Fall beim letzten Car Mechanic noch nicht. Da gab es noch keine schönen Dreizylinder. Wunderschöner Motor hier. So, mal die Zündkerzen machen, sind nämlich alle platt. Und was ich auch sehe hier, unsere wunderbare Nockenwelle, ne? Die lächelt mich auch sehr fröhlich an mit, ich habe keinen Bock mehr. Alter, du hast die Klappe, hoppla. Also hier ist schon, also da ist ein bisschen mehr im Argen. Ich möchte sie wirklich vor ihrem Urlaub nicht in finanzielle Nöte bringen, aber das wird ein hoher Stundenlohn. Vor allem, weil sie jetzt gerade in Not sind, da muss ich ihnen leider das doppelte und dreifache Geld abzwacken. Sie verstehen das schon. Die verstehen mich schon, ne? Das ist ja legitim, ne? Man verdient mit Leuten in der Not am leichtesten Geld. Ne? Das ist einfach so. Wer darauf angewiesen ist, zahlt es auch. Ich wäre so ein richtiger assiger Mechaniker. Ich wäre so derjenige, ey, uns geht's echt nicht gut, wir wollen aber unbedingt Urlaub. Ah, müssen wir leider den Urlaub absagen. Der Wagen ist ein finanzieller, wirtschaftlicher Totalschaden. Ich sage Ihnen, die drei Zündkerzen sind defekt. Das lohnt sich nicht mehr. Übergeben Sie mir den Wagen, ich zahle Ihnen auch ein gutes Sümmchen. Ne? Der kommt in gute Hände, ich sage Ihnen. Machen Sie sich keine Sorgen, ich weiß, was ich hier tue. Ich bin ja Profi. Also 13er Motor hier zu sehen ist auch mal sehr interessant. Nehmen wir mal komplett auseinander. Ich habe nämlich sehr das Bedürfnis, dass hier unser wunderbarer Freund Zylinderkopf ein bisschen was zu sagen hat. Und sagte er so, ei, ei caramba. Er ist nämlich ein spanischer Zylinderkopf. Das macht ja Sinn, dass er dann ei caramba sagt. Wird Spanien produziert. So, den nehmen wir auch mal raus. Hängt noch davor hier, ein bisschen Abgaskrümer runter damit. Jetzt würde es sich so lange eigentlich mal lohnen, unser scheiß Werkzeug zu holen, wo ich die Sachen reparieren kann. Aber ich glaube, wenn es Zylinder kommt, wenn ich reparieren könnte, könnte ich mir echt Kohle sparen. Momentan haben wir auch keine Karosserieteile, aber eigentlich müsste man uns das leisten. Oh, Zylinderkopf 1%. Alter, dass der nicht mir in der Hand auseinandergefallen ist, ist ein Wunder. Ich sag, wie es ist, Leute. Alter. Nee. Wasserpumpe, wo ist mein Kühlmittel? Das machen wir nicht mehr. Das Geld sparen wir. So, einmal raus mit der Plörre. Jetzt können wir abbauen. Ja, jetzt können wir das machen. Wunderbar. Ja, jetzt geht das nämlich. Ich hätte nur die Lichtmaschine abbauen müssen. Ich weiß gar nicht, warum ich so weit auseinander gebaut habe. Ist egal. So, dann Ölfilter muss noch ab. Der ist platt. Öl muss abgelassen werden. Dann heben wir mal kurz die Karo. Ich überlege gerade wirklich, die Werkstatterweiterung zu kaufen. Was kosten die Scheiße? 10.000. Oh, können wir uns leisten? Komm, Werkstatterweiterung her damit. Ui, wir haben ein Wetter. Ui, das ist aber schön hier. Das ist nicht so rostig wie da drüben. Guck mal hier. Ah, schönen neuen Raum, Leute. Ich sag halt euch. Ja, können wir noch nichts machen. Nee, ja, gucken, welche Tools könnte ich mir noch leisten? Ich habe noch 9000. Motorenwerkzeuge. Motorkram brauche ich jetzt nicht. Karosse. Oh. Da, das hätte ich gerne für 1,5. Werkbank. Das probieren wir gleich mal. Da werden wir mal unser Glück hier probieren. Ich sage es euch. So, jetzt habe ich eine schöne Werkbank da drüben. Müsste irgendwo da stehen. Da hinten steht sie doch schon. Wunderbar. Ah ne, hier steht sie. Guck mal, da ist sie doch. Ah ne, ich habe einfach, weil ich so ein Bonze bin, mir einfach 4 Werkbänke gekauft, weil ich will halt nicht laufen. Da, wo ich gerade bin, will ich reparieren können. So. Einmal die Plörre raus, liebe Leute. So, komm mal her hier mit dem Öl. Ach, sogar hier Familie. Oh ja, gut, hier, da sogar ein Familienkennzeichen ist ja. Ah, das ist der Familienvater des Jahres, ich sag's euch. Ist kein Öl mehr drin, ich kann's wegstellen, danke. So. Leo-Filter, wo bist du denn? Dankeschön, Hallöchen. So, haben wir denn alles gefunden oder gibt's noch Problemchen? Da gibt's aber noch eine Menge Problemchen, hoppla. Ich habe das doofe Gefühl, dass hier unten drunter noch sehr viel Scheiße sein wird. Ja. Natürlich hängt hier noch alles vor. Ah, die Umlenkrolle. Ich habe das. Bauen wir jetzt zusammen mal einen Kompressionstest oder machen wir es nicht? Weil ich habe das doofe Gefühl, die Kompression wird nicht mehr stimmen. Oh nee, der ist platt. Oh, der ist platt. Der ist platt, ich sag es euch. Ja, okay, brauche ich gar nicht drüber nachdenken.
Das bauen wir mal schön hier alles aus. Guck mal, dass da eine Ölwanne hängt. So. Okay. Zwischen, es sind ein paar Motorkontrollleuchten an zu. Ich habe einen kapitalen Motorschaden. Ist nicht weit, ich sehe das schon. Ich würde die Abgaslage zwar eigentlich für die Ölwanne abbauen, aber lieber sauge ich die ganze Abgaslage zu. Habe ich ein richtiges Gefühl oder bin ich bescheuert? Ich habe das Gefühl, dass der Kolben hier in der Mitte, ich sage es euch, der ist kaputt. Lasst mich das mal machen. Ich habe das Gefühl, der ist defekt. Einfach mal gucken. Bauen wir jetzt mal aus. Ich bin so ein Genie, das ist Wahnsinn. Aber das war halt trotzdem noch nicht alles. Fehlt immer noch 5 Teile. Benzinpumpe sieht gut aus, die lächelt mich nicht traurig an. Wir bauen gerade einfach alle Kolben und Pleuel aus, scheiß drauf. Wenn wir gerade eh da unten dran sind, ich sag euch, das macht jetzt auch nicht mehr den großen Unterschied. Da nehmen wir gerade einfach alles auseinander, sicher. Obwohl die... das in Ordnung ist, ne? Egal, wir nehmen mal die Kolben und Pleuel raus. Da haben wir noch einen Lagerdeckel. Da ist Getriebe auch platt. Aber das Getriebe kann ich nachher checken. Obwohl, den Getriebe kann ich gar nicht checken. Doch, oh, habe ich Getriebe schon gecheckt? Nee. Das ist gerade gar nicht. Egal, wir holen mal kurz die Pleuel raus. Und die Kolben. So, Stückchen Käffchen. Ne, wollen der Werkstatt hier vorbereitet sein. Ah, guter Käffchen. Gutes Käffchen. So, dann holen wir mal die Jungs raus. Nichts kaputt. Nichts kaputt. Okay, dann können die beiden Jungs wieder rein. Wunderschön. Da bin ich sehr interessiert, was die anderen Fehler sein könnten. Ich bin ja ehrlich gerade. Ich würde sagen, wir bauen dann erstmal zusammen und machen einen Kompressionstest. Wir gucken mal. Es sind schon noch einige Teile kaputt, aber ich sehe es halt einfach nicht. So, Ventildeckel brauchen wir nicht. Ach so, ich brauche noch ein Restaurator-Upgrade. Ach, willst du mich verarschen? Wow, jetzt habe ich eine Sache. Ich habe wunderbare Werkbank gekauft, wo ich selber so dumm bin zu nutzen. Ah, die Sachen brauche ich hier. Hoppla. Ja, okay. Dann werden wir das auf jeden Fall als nächstes leveln, weil dann kann ich Sachen auch reparieren. Naja, haben zumindest unnötig viel Geld ausgegeben. Ist doch auch was, Leute. Das muss man. Also ist doch auch was Schönes, ne? Da muss man auch mal sagen, das ist doch schön. Das hat sich auch gelohnt. So, ich muss mal kurz alles markieren hier, damit ich weiß, dass ich alles holen muss. Dann bauen wir die Bumsbude mal zusammen. Sortieren nach Zustand. Einkaufsliste. Eigentlich gar nicht mehr so viel kaputt, wenn man es ehrlich ist, ne? Also das hält sich hier wirklich mal, das ist mal ein Konzept, wo sich das im Rahmen hält. Wo man sagen muss, dass uns auch noch die Hälfte Teile fehlen. Also das möchte ja auch dazu erwähnt werden. Falsches Abteil, hier müssen wir rein. Ich liebe dieses Y-Drücken. Das ist eine richtig schöne Taste. Warum nicht einfach B, da wo die Taste hingehört? Aber naja. Wer bin ich schon? So. Die Maschine auch wieder falsch hier. So, dele, haben wir gleich. Ölfilter. Ah, 59 Uhr hier. Der hat uns Gott sei Dank nichts gekostet, die Kiste. So, ich mach mal kurz den Ölfilter. Ja, wir machen Ölfilter erst dran. So, aber wir müssen eh nochmal runter. Ja, scheiße. Ja, bringt es ja gar nichts. Hoppla. Wir müssen ja erstmal den Kolben reinsetzen. Mein Fehler. So. Dann bauen wir mal den Bums mal fröhlich zusammen und hoffen, dass wir dann gleich die Probleme finden. Weil ich sehe sie gerade wieder nicht. Ich bin wieder blind und alle Leute gerade in den Kommentaren so, warum baut ihr das schon zusammen? Das sind wichtige Teile, die da fehlen. Das ist alles defekt, kaputt. Dieser Wagen ist ein komplett kapitaler Motorschaden. Warum sieht Lukas das nicht? Wie bescheuert ist er denn? Vielleicht mache ich das einfach, um euch zu ärgern. Und um mich zu ärgern. Ich glaube, hauptsächlich ärgere ich mich damit, sind wir ehrlich. Aber, naja. Ihr wisst, wie ich meine. So. Also, ihr wisst nicht, wie ich meine. Macht gar keinen Sinn. Hört mir nicht zu. Rede wäres Zeug. Aber ich mag die Fraktion von... Ich fahre dann einfach mal drauf los. Und, ja, wird schon funktionieren. Warum haben wir die Sicherung eigentlich nicht angezeigt im Inventar? Die sind auch defekt, die Relais, egal. Warte mal, wurden die mir überhaupt nicht ein bisschen zugefügt? Warte mal.
da wurden sie. Ich hab sie noch nicht im Inventar, weil ich sie noch nicht ausgebaut habe. Ja, die muss ich gleich noch ausbauen, hoppla. Die muss ich ja gleich noch ausbauen, mache ich jetzt gleich schnell. Die Klen grüßen mich ja fröhlich an, aber die machen wir gleich. Erstmal baue ich jetzt hier den Bums zusammen. Erstmal bauen wir hier gerade schnell den Bums zusammen, fertig ist. So, Zündkerzen neu rein, wunderbar. Die sitzen aber auch richtig sexy hier unten. Und dann hoffe ich, dass wir einen Kompressionstest machen können. Obwohl, eigentlich brauchen wir es ja nicht. Ich habe gesehen, die Kolben sind ja alle in Ordnung. Ich weiß, also ich bin jetzt gerade wirklich am Grübeln, was hier kaputt sein soll. Lüfter vielleicht? Na, wir werden schon herausfinden. Hoffe ich mal. Da fehlen auch konsequent kapital viele Teile und der Typ ist einfach nur ein Idiot. Das kann natürlich auch durchaus sein. Ich habe jetzt hier das 90% Rad hingepackt. Reicht ihm das oder ist er jetzt am Meckern? Er ist ein Arschloch. Okay, danke schön für nix. Ja, dann bauen wir halt das Richtige dahin. Oh Mann, ey. So. Bis jetzt happy gleich, ne? Jetzt geht hier einer abspielen, ne? Jetzt feierst du dich richtig ab. Ja, jetzt ist gut. Wunderbar. Schön. So, Zahnriemen drauf. Fällt mir drauf, der Keilriemen fehlt ja komplett. Haha. Vielleicht fehlen auch andere Teile komplett. So, Wasserpumpe. Also bisher ein entspannter Auftrag. Man muss aber noch sagen, ich habe nicht alle Teile gefunden. Also der Punkt von, ich habe keinen Bock, kann noch richtig schön scheiße werden. Der Punkt von, das nervt mich gleich richtig hart, abfuck, der kommt erst noch. Warten Sie ab. Warum kann ich den Keilriemen nicht drauf machen? Bin ich jetzt bescheuert? Hallo? Spiel. Ey! Fehlt denn da jetzt noch? Ah! Stimmt, die Umlenkrolle fehlt, die kann ich erst von unten montieren, wenn der in die Ölwanne dran ist. Mein Fehler. Das machen wir gleich. Wunderschön, wie sich das gehört. Kann ich hier noch nicht alles zusammenbauen? Ah, da fehlen noch was. Top, da fehlen noch Abdeckungen. Die habe ich nicht gesehen. So, die beiden noch drauf. Dann kann auch Decke wieder drauf. So. Dann passt das schon mal so weit. So, dann müssen wir einmal unten unter die Bude. Machen wir da alles fertig und dann. Ja, obwohl Prüfstein kann man checken, aber Prüfstein testet nur Fahrwerk. Den brauchen wir ja nicht. Das Fahrwerk ist ja Taco. Das ist ja Wayne. Wie gesagt, Pleulager sind es nicht gewesen. Und die hier, die Kurvenlagerdecke sehen jetzt auch nicht aus, als wären die komplett platt. Also da würde ich jetzt einfach mal per gut Glück drauf hoffen, dass sie nichts haben. Sagen wir mal mit der Einstellung, mit der ich jetzt hier mal ganz entspannt rangehe. Und einfach mal hoffe, dass ich damit mal richtig liege. So, der Ölfilter noch. Und das kommt wieder von oben dran. Naja, wunderbar. Okay, gut. Dann machen wir den Motorraum mal fertig und dann müssen wir die Sicherung noch tauschen. Stimmt, die müssen wir noch machen. Muss ich gleich noch dran denken. Alle Keilriemen fehlt, stimmt, fehlt ja komplett. Hahaha. Ja, das war ja unser Genie. Ich bin ohne Keilriemen hingekommen. Der Wagen quietscht so komisch und fährt ganz scheiße. Ich weiß gar nicht warum. Ja, das kann ich Ihnen auch ehrlich gesagt nicht erklären. Das ist mir auch ein absolutes Rätsel. Suchen Sie bitte eine andere Werkstatt aus. Ich möchte keine Vollidioten hier haben. Dankeschön. Klar, der Riemenspanner fehlt natürlich auch, klar. Wie? Ich weiß nicht, wie die Leute es immer schaffen, die Wagen hier hinzufahren. Das muss konsequent alles auf dem Schlepper passieren. Die Wagen können nicht mehr fahren. Das ist so nicht technisch möglich. Hört auf damit. So. Das haben wir. Noch Kühlwasser einfüllen wieder. Dann noch die Sicherung tauschen. Dass wir das gerade auch schnell haben. Öl einfüllen. So, das haben wir. Jetzt füllen wir nochmal ein bisschen Öl in die Bude. Dann gucken wir nach den Sicherungen. Könnte auch sein, dass die Batterie vielleicht noch einbleckert. Das könnte auch sein. Obwohl, ne, die haben wir getestet, ne? Haben wir die testen lassen? Ich weiß gar nicht. Ja, haben wir testen lassen. Die ist vollkommen Taco. So, dann gucken wir mal in die Sicherung rein. Die muss raus. Machen wir mal so. Das brauchen wir.
Die brauchen wir zweimal, ne? Ja. Und die restlichen sind in Ordnung, ne? Die hat er auch gecheckt, ne? Ja, die sind alle okay, gut. Ja, okay, gut, gut. Gut, gut, gut. Einkaufen. So. So, dann bauen wir die mal wieder alle ein. Dann dürfte der Wagen zumindest wieder starten. Also dann dürften zumindest alle Probleme... Gut, ohne Karin wird da eh nicht viel passieren, aber theoretisch dürften jetzt erstmal alle Probleme zumindest zu starten weg sein. Aber ich, mir fällt da nicht ein, was der sonst noch alles kaputt haben kann jetzt. Jetzt mal ehrlich gesagt, so, wir gehen mal kurz durch. Haben wir jetzt alle Sachen, die wir zumindest ausgefunden haben, getauscht. Jo, haben wir. Öl haben wir auch schon gewechselt. Bremsflüssigkeit, sehr gut, das können wir gerade alles schnell mal machen, dann sind wir gerade damit fertig. Dann haben wir den Bums zumindest einmal fertig. Oh, auf Druckometer waren wir gerade. Ich wollte gar nicht testen, aber wir machen einfach mal einen Benzindruck. Ja, da hätte ich den Kraftstofffilter nämlich bei mir irgendwo rausfinden können. Mann, ey. Okay, das ist alles in Ordnung, gut. Das wollte ich auch gar nicht, aber es ist schön, dass ich es trotzdem ausprobiert habe. So. Ja, aber die ganzen Flüssigkeiten einmal abpumpen. Dann gibt es einmal frische neue. Da müssen wir mal gucken. Also er hat ja weiter Motorprobleme, aber Elektronik haben wir soweit durch. Motor habe ich jetzt auch so direkt nichts mehr gefunden, außer ich bin wieder maximal blind gegen eine Wand am Rennen. Das ist auch durchaus ein solider Grund, den wir ja letztes Mal kennengelernt haben. Ich bin gespannt, wir sehen es gleich. So. War das schon gereicht, Wischwasser, oder ist das zu wenig gewesen? Hat gereicht, okay, cool. So, Servoöl. Das kommt auch einmal natürlich nochmal wunderbar ab. Wie sieht die weg, wie das gehört? Hier raus damit. Oder könnte sein, vielleicht doch Reifen was haben, weil der will damit ja in Urlaub fahren. Dass vielleicht doch an den Reifen was ist. Reifen oder Bremsen, Leute. Das könnte ja sein. Er will ja damit in Urlaub fahren. Er will ihn ja gut durchgewartet haben. Also würde ich jetzt behaupten, dass der Reifen vielleicht noch was hat. Bei Kompressionstest müsste jetzt gehen, ne? Der dürfte jetzt wieder... Ja, jetzt geht er auf jeden Fall. Ja, okay, alles gut. Dann würde ich behaupten, dass da noch was am Fahrwerk ist, dass er wegen Urlaub am Fahrwerk was kaputt hat. Irgendeine Bremse abgenutzt. Das würde ich sagen, wir testen jetzt einfach mal. Wir schieben ihn mal kurz auf unsere Diagnosefahrt, weil das würde ich jetzt trotzdem mal machen, weil ich schätze, dass die Bremsen einen weg haben. Ja. Weil er möchte in Urlaub fahren, das ist jetzt so meine Vermutung. Man muss ja mal so ein bisschen weiterdenken. Ah, wirklich Taco sind sie nämlich nicht. Mal. Sind ja nicht viele Teile, waren ja nur 4-5 Teile, ne? Okay, Fahrwerk ist in Ordnung. Da will ich schon sagen, dass die Bremsen neu müssen. Wäre jetzt so meine Vermutung. Und ich lag verdammt richtig. Die Bremsbeläge sind alle platt. Haha. Wunderbar, alle Probleme gefunden. Ja. Ah, ficken, einen Teil immer noch nicht. Egal, erstmal alle Bremsbeläge neu machen. Gut. Da werden wir schon die anderen Teile dabei zufällig finden. Alles gut, machen sich keine Sorgen. Aber, ja, diesmal habe ich mitgedacht. Weil mit dem Kraftstofffilter hatte der Typ beim Evo auch angedeutet. Ich habe hier was im Benzin, im Tank, bla, Rost, dies, das. Da hat er das schon so angeteasert. Und ich bin halt nicht drauf gekommen, weil ich nicht mitgedacht habe. Aber na gut, kriegst du einmal neue Bremsbeläge. Direkt mal viermal ins Inventar. Ich bin gerade mal kurz am Checken, ob ich hier noch was sehe. Ich geh mal kurz, warte mal, ich brauch mal kurz. Ich habe immer so ein bisschen Angst wegen der. Wegen dem Radlager, aber es ist getestet. Okay, alles gut. Der hat es gecheckt, gut. So, dann holen wir mal hier über die Felgen mal kurz runter und über die Bremsbeläge neu. Und ich hoffe, dass wir zufällig das Teil finden. Das wäre sehr cool. Müsste mich ja eigentlich anschauen. Das müsst ihr rosten. Also der ganze Wagen glänzt wie eine Speckschwarte, weil er so in einem guten Zustand ist. Deswegen müsste mich das kaputte Teil eigentlich richtig anlächeln. Ich gucke gleich auf jeden Fall mal kurz die Gummimuffen durch. Mal so ein Gefühl. Gut, na, Wetterreifen. Mm. Unsere Sicherheit ist uns wichtig. Ja,
Haben die durchgecheckt? Ich weiß es nicht. Vielleicht mal kurz. Die ist gecheckt worden, die ist gecheckt worden. Sieht aber alles gut aus hier hinten, ne? Sieht aber alles recht gut aus. Aber ein Teil fehlt, ne? Hehehehe. Rattenarmdecke mal kurz abnehmen. Auch in Ordnung, okay. Hier auch alles, Taco? Auch alles gut? Ja, auch alles gut. Ist alles durchgecheckt worden. Ja, das wird jetzt ein spaßiges Unterfangen mit dem KZ, habe ich das doofe Gefühl. Da wird irgendwo ein kleines Teil keinen Bock gehabt haben. Ja, werden wir gleich mal gucken. Ich kaufe mal kurz die Bremsbeläge. Vielleicht finden wir es ja zufällig noch. Aber das wird jetzt echt, das wird so ein bisschen jetzt wieder die Suche vom Nadel im Heuhaufen. Auch wenn eigentlich die Nadel 40 Dollar ist wie letztes Mal beim Evo, aber... Darauf kommt es ja jetzt nicht dran an. So, Reifen sind noch okay. Was könnte denn ein Wehwehchen sein, Kollege? Ja, auch in Ordnung. Ich gucke gerade nur wegen der Rattennarbe. Ich bin wegen dem Lager. Ich bin da also ein bisschen vorsichtig geworden. Vorne vielleicht irgendein Spurstangkopf. Aber eigentlich haben wir jetzt gerade alles getestet am Fahrwerk. Ich werde mal die Nachricht von ihm zur Not nochmal durchlesen, ob ich irgendwas übersehen habe, was er relativ deutlich gesagt hat. Wobei er sagt so, meine Karre zieht 20 Kilometer nach rechts, wenn ich nicht lenke. Lass mal gucken. Nein. Lenkgetriebe ist halt das Einzige, was wir hier nicht gecheckt haben. Ich bin halt ehrlich, ne? Das ist das Einzige, was wir hier nicht gecheckt haben. Sonst ist hier alles getestet. Getriebe könnte halt noch sein. Aber Getriebe ist eigentlich auch immer gecheckt. Guck gerade mal, ob ich hier am Fahrwerk irgendwas nicht gecheckt habe. Getriebe ist auf jeden Fall nicht gecheckt. ABS-Modul nicht. Hier ist auf jeden Fall alles durchgecheckt. Und Federn hinten nicht, aber das... Federn haben wir halt hinten nicht gecheckt, aber die sehen jetzt nicht fertig aus, die sehen gut aus. Die würde ich spontan jetzt nicht rausholen. Ich kann mir vorstellen, dass das ABS-Modul einen weg hat. Er hat auch gesagt, die Lämpchen leuchten. Ja, ich würde sagen, wir bauen das mal zusammen, ich gucke mir das ABS-Modul mal an. Ich habe das Gefühl, dass das der letzte Knackpunkt sein könnte. Das würde zumindest mit dem ganzen Set jetzt an alle Bremsbeläge sind runter erklären, dass das ABS-Modul nicht mehr richtig gearbeitet hat. Ich hoffe einfach mal, dass ich jetzt gerade meinen Sherlock Holmes-Instinkten hier recht habe. Das wäre jetzt ja cool. Wir gucken mal. So. Bitte, lass mich einmal recht haben mit meinen dummen Aussagen. Weil das Steuergerät ist nicht, aber das Hydroaggregat ist nicht getestet worden. Sieht leider aber auch nicht rostig aus, ne? Ich werde wahrscheinlich total Bullshit gelabert haben. Geil, habe ich. Wunderbar. Super, gut. Habe ich zumindest gecheckt, dass ich Bullshit gelabert habe. Aber es klang so glaubwürdig. Ja, aber da kann ja fast nur Getriebe sein. Wir können ja nochmal hier kurz Inspektionsmodus anmachen. So. Kühler kann sein. Luftfilter. Teil Eier wegen Klammern und so, ja. Gut gefunden, Luftfilter-Defekt, hoppla. Den habe ich nicht gecheckt, mit Genie. Gehen wir aus dem Prüfmodus wieder raus. Okay, Luftfilter war es. Gut, danke. Problem schnell gefunden. Den habe ich nämlich vergessen zu checken. Na gut, ja. Wieder eine Kleinigkeit, aber Gott sei Dank jetzt relativ schnell gefunden, bevor ich gerade angefangen hätte, das Getriebe fast rauszureißen. Ich habe mich davon noch abhalten können. Glück gehabt. So, einmal raus.
einmal ins Tablet. Wunderschön. Dann hier schön die langen Klammern drauf. Wunderbärchen. So. Und damit ist der Kollege schon abgehakt, richtig? Das war eine smoothe Folge. Ich sag's euch, Leute. Das war eine gute Folge. Wir haben auch keinen. Doch, wir haben nächste Kampagnenauftrag schon. Ja, Bruder. Level Up haben wir noch nicht, oder? Ne, haben wir leider nicht. Leider nicht, aber wir haben eine Kiste bekommen. Die machen wir gerade natürlich noch schnell mal auf. Wunderbar. Nur eine Kiste. Ja, nice. Wunderbar. Und komm, nächste Box öffnen. Das wird jetzt wieder so ein Run. 20 Kisten hintereinander weg. XP-Bonus, nice. Da haben wir fast ein Level Up sogar. Und noch ein Credit-Bonus. Auch nicht schlecht. Okay, das war solide. So, Teile verkaufen. Jo, weg damit. Wunderbar. Und jetzt war doch eine gute Folge heute. Heute ist mal gut. Das war smooth. Heute haben wir mal gut durchgekommen. Haben unsere Werkstatt erweitert. Gut, bringt uns noch nichts, weil wir jetzt erstmal hier leveln müssen. Aber das machen wir jetzt auf jeden Fall als nächstes, würde ich sagen. Die Überprüfungsdauer wäre natürlich... das fällt mir jetzt gerade ein, dass wir hier... Wo haben wir denn? Überprüfungsdauer. Wo kann ich das denn machen? Boah. Um 15 Sekunden. Minus 15 Sekunden. Aber das Reparieren wäre halt auch sinnvoll. Also ich würde Reparieren erst machen und dann auf jeden Fall das hier, weil Inspektionsmodus, wenn wir den schnell machen können. Ey, das kostet uns so viel Zeit, ich sitze halt so. Ja, also das wäre halt geil, wenn das schneller geht. Okay, da müssen wir auch mal ein bisschen Zeit, ein paar Punkte investieren, würde ich sagen. Aber mit der heutigen Folge bin ich trotzdem erstmal raus. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir ganz gerne einen Daumen nach oben da lassen, würde mich sehr darüber freuen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder hier bei KMK Simulator 2021. Und tschüss. They thought I lost a stepping. I bet on me and